Meine lieben Zuschauer und meine lieben Zuschauerinnen, wir haben Folge 9 und wir sind noch ein paar Spieltage vor dem Saisonende entfernt. Die Spiele werden immer wichtiger für uns, um uns komplett von unten raus zu ballern. Und unsere verletzten Spieler kommen langsam auch wieder zurück. Ich habe jetzt auch noch Peterson reingetan, weil ja jetzt noch Redenstrand sich verletzt hat. Besetzen wir mal die Bank neu. Jetzt haben wir noch ein ZM hier. Johnson kann auch spielen. Der hat ja sogar eine 4,9, das ist ja sogar sehr gut. Und man sieht allgemein die Fitness in der ersten Mannschaft, bis auf jetzt hier Persson, Tamimi und Wikström, alle auf einem sehr, sehr guten Niveau. Hat sich also sehr gut gelohnt. Zetterström hasst uns immer mehr, also mittlerweile weint er eigentlich nur, wenn er morgens aufsteht und geht dann auch weinend ins Bett. Spaß beiseite, aber ein bisschen nervig. Trotzdem leidet die Leistung, glaube ich, jetzt nicht allzu sehr, würde ich sagen, oder? Gucken wir uns mal das kurz mal an. Die Noten, ja, vielleicht dezent schlechter, aber man sieht davor war halt auch nicht so viel besser, wenn wir ehrlich sind, ne? So, du kannst draußen bleiben, Engström würde ich schon auf die Bank setzen wollen. Ja, eigentlich war es jetzt unnötig, jetzt Peterson rein zu tun, aber man weiß ja nie. Deswegen nicht allzu schlimm, wenn er jetzt hier drin ist. Ja. Jetzt 3 Punkte stärker, plus hoffentlich auch hier etwas effektiver. Schwalben sind jetzt bei 73, jetzt wollen wir mal ein bisschen häufiger Schwalben machen. Auch wenn ich kein Fan davon bin, aber solange wir hier ganz gut sind. Genau. Wobei, nee, wir machen trotzdem keine Schwalben, oder? Nur weil wir es können. Ein bisschen kann man es machen. So, es ist... Ja, wir können es zwar ganz gut, aber wozu sollen wir es allzu häufig machen? Wut. So, dagegen 12. stimmt dann. Siegprämie und sehr gerne einen Trainingsfreitag, Leute. Komm, jetzt den Sieg und dann... Puh. So, mit dem heutigen Spieltag sind es noch 6 Spiele, die wir hier bestreiten müssen, dürfen, wie auch immer. Okay, direkt 3 gelbe Karten innerhalb von 4 Minuten. Ich liebe es. Reklamieren, reklamieren, festhalten, Gegenspieler. Warum reklamiert man? Ach, die nächste gelbe, okay. Wegen einer Schwalbe. Gut. Gleich wird erstmal zur Pause schön munter durchgewechselt. 1-0. Douglas Karlberg. Super wichtig. Gehen wir auch mit der Pause in die Halbzeit? Ja, perfekt. Aber es kann nicht sein, dass wir so viele gelbe Karten haben. Das ist irgendwann auch ein bisschen blöd. So, du gehst raus. Shea hat keine Kraft. Brennan. Fitness 35. Dann würde ich mal sagen, warten wir noch so 10 Minuten. Und riskieren es. Und vorne kann man eigentlich wieder mit einem Doppelsturm spielen und später vielleicht Schere reintun für ein paar Sekündchen oder so für 10, 15 Minuten ins offensive Mittelfeld, je nachdem. Wobei es kann ja sogar auch Titi, denke ich mal, da spielen. Wie sieht es hier aus bei den beiden ZMs? Ja, aber die werden trotzdem da ganz ordentlich sein, ne? So, jetzt hat noch Sletzje und Wikström der Gelbe. Ich mal 10, in der 60. Minute tue ich mal beide raus. Jetzt ist aber unser Einsatz nicht mehr ganz so hoch. Gut. Brennan und Titi rein. Zack. Perfekt. Jetzt haben wir keinen Spieler mehr mit einer gelben Karte. Können wir den Einsatz wieder erhöhen. Steht immer noch 1-0 für uns. Sehr gut. Da ist nur noch vorsichtig offensiv. So, 8 Minuten noch. Da kann Schier auf jeden Fall rein. Unser Torschütze Karlberg kann raus. Taktik bisschen ändern, würde ich mal sagen. Kontrollierte Offensive, die Fähigkeit ist nicht ganz so gut. Vorsichtig defensiv. Auch geht's. Boah, direkt gegen Tor und Tor für uns, Johan Abison. Sehr wichtig. 2-1 gewonnen. Wichtig. Jetzt haben wir 4 Punkte Vorsprung, 6 Spieltage vor Schluss. Jetzt sind es nur 6 Spieler, genau. Aber mega wichtig, mega wichtig. 3 Spieler sind kurz davor, stärker zu werden. Sogar Henning Eng. Rödin, oh perfekt. Und Malte Persson.
Da kann man sogar fast schon überlegen, Zetterström zu verkaufen, wenn er weiterhin so rummickert, ne? So, Krisensitzung auf jeden Fall nicht bei uns, weil bei uns läuft's ja super. So, bevor ich jetzt hier weitermache, Gustav Bakerin 4,9. Sehr schön. Sletzio hat jetzt fast nichts mehr hier zu sagen. Das ist das Schlechteste, den wir haben. So schnell kann es jetzt ändern, ne? Das Blatt wenden. Skövde, AIK, Platz 14. Das nächste wichtige Spiel, klar. Da man sieht, Auslastung ist bei 20. Budget der nächsten Saison ist nicht ganz so hoch, aber macht nichts. So wie ich gerade gesagt habe, jetzt wieder mal versuchen wir ein bisschen. Ah, dauert nur 8 Tage, okay. Zack. Ja, das kostet immer ein bisschen, wenn man sieht, da ist teuer, aber egal. Spieler schicken. Hä? Wir haben doch erst vor kurzem Spieler geschickt. Oh. Die freuen sich, dass Hellberg kommt. Das ist doch gut. So, dann gibt er dann den Privatbereich, wo wir auch vielleicht mal was machen sollten. Privatleben. Ah, genau, machen wir das ja automatisch zweimal die Woche. Genau, da kommt jetzt immer die blöde Frage. Sprache lernen. Schwedisch würde ich sagen, ne? Wenn wir schon hier sind. Da, zack. Einmal die Woche, automatisch. Weiterbilden kann man auch alle zwei Wochen. Party organisieren muss nicht unbedingt. Bankguthaben 19.000 Euro. So, Manager anwesend, 3 Millionen. Nee, muss ich direkt davor sein, oder? Lieblingsverein von meiner Frau ist Bayern. Alles klar. Da müssen wir noch mal kurz miteinander reden hier. Kinderwunsch auf jeden Fall. Nee, Fremdgehen, nein. Immer ja sagen, genau. Haustier abschaffen, nein. Finde ich ganz cool hier, diese Karriereübersicht. Wenn ich das so angucken kann. Präsidium bei 67 Spieler, finde ich ganz okay. Öffentlichkeit lieben mich, Mitarbeiter auch. Mögen mich, Fans lieben mich auch fast, muss man sagen. Das ist doch gut. Einladung beim Hauptsponsor, sehr gerne. So, und jetzt wollen wir mal wieder hier das Trainingsdingens gewurschtel machen. Aber das wird dann wie immer mal außerhalb der Aufnahme gemacht, ne? Weil es schneller geht. Super, Henning Eng 4,1. Sehr schön. Engström auf 4,1. Ja, die Bankspieler werden immer besser und immer jünger. Sehr gut. Jetzt kann man nochmal zwei negative Sachen mal verbessern. Schusskraft und Schusstechnik. Ja, ich mag immer, wenn man erstmal das, wie ich mal sage, das Negative erstmal löscht. Ne? Wichtigkeit 100%, 100%. Ja, machen wir mal erstmal. Achso, man kann direkt einstellen, was man machen möchte. Ah, cool. Ja, dann soll erstmal das hier machen, Schusskraft, und dann die Schusstechnik. Oder kann man beides machen? Wer weiß. Dass er beides gleichzeitig individuell trainiert, wäre natürlich auch cool. Oh, okay. Neue Schwäche entdeckt, Übersicht. Naja, nicht so schlimm. Sehr schön, Rödin besser geworden. Beim Rest gar nichts. Karlberg 30% stärker, sehr gut, sehr gut. 94% stärker, okay. Finde ich ganz gut. 82%, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Sletzio muss auf jeden Fall nachlegen. Persson ein bisschen. Ich muss sagen, ich mag das ja, diese Spielerbewertung. Gut, ist auch dezent. Aber immerhin nur Shea ein bisschen schwächer geworden, weil er eine negative Fähigkeit hat, die man halt davor nicht wusste, ne? Alles gut. Damit haben wir jetzt ein paar weitere Spieler, die kurz vor 9 stärker sind. Platz wieder bei Bernardini. Aber da wird ja eigentlich unser Ersatzkeeper automatisch hochgeschoben. Da müssen wir uns eigentlich nie drum kümmern. Ich muss wirklich sagen, ja, Football macht mir immer mehr Bock, immer ja, man da so die Kniffe versteht. So, Fredrik. Ja, wurde wieder reingetan. Ah ja, Persson hätte ich verschieben können. Nicht schlimm. Zwei gelb gesperrte. Wie sieht das bei Kyle Brenner? 42. Ja, gut. Stimmt, da hätte ich eigentlich jemanden hochholen können aus der zweiten, aber da war ja der Linksaußen auch angeschlagen. Also unser rechter Mittelfeldspieler, da genau. Das tauschen wir mal so.
Ja, würde ich sagen, ist ganz okay. Person hat 65, dann nehmen wir wieder Redenstrand. Rütten hat 74. Nö, die beiden bleiben. Ach, und wir haben keinen Spielmacher. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier anders. Dann würde ich mal sagen, starten wir auch direkt mit zwei Stürmern gleich. Genau. Gut. Das bleibt so. Ich werde dann gleich anpassen dann. Revanche für den Pokal. Jammern. Trainingsfreier Tag. Wenn ihr das gewinnt, war es das. Dann haben wir den Klassenerhalt auf jeden Fall. Sicher. So. 71 zu 62. Das muss ein Sieg werden. Heimvorteil. Gute Form. Kommt, Leute. Aber erste Chance für Sköfte. Dazu aber die gute Moral auch. Gute Ansprache von uns. Was soll denn hier eigentlich schief gehen? Normalerweise. Aber wenn das so einfach wäre, klar, dann wäre das schon OP. Nur weil man so eine geile Ansprache macht, gewinnt man gefühlt? Nee. So ist es ja zum Glück, muss man sagen. Ich war das ja auch ein bisschen unrealistisch. Keine gelbe Karte, obwohl wir so einen hohen Einsatz haben. Oh, eine Chance für uns. Bisschen langweilig. Wie viele haben wir noch? 4 verfügbar. Ja, machen wir gerne, ne? Ich habe pro Saison immer. Es ist wie mit Omelettes und Eiern. Ohne Eier gibt es keine Omelettes. Es hängt nur von der Qualität der Eier ab. Im Supermarkt gibt es Eier der Klasse 1, der Klasse 2 und der Klasse 3. Einige sind richtig teuer und einige lassen dich bessere Omelettes machen. Wenn du gar keine Eier der ersten Klasse bekommst, dann hast du als Trainer ein Problem. Hey, hat hier eigentlich mal einer auf den Tacho geguckt? Wir sitzen hier schon seit 20 Minuten. Raus jetzt, Mensch! Beste Ansprache, die ich jemals gab, ne? Mach die lang! Nach einer Stunde kann auch Kyle rein. Mit einer Fitness von 42 locker. 1-0, Henry Sletzio kam gerade erst rein. Sehr schön. Nächste gute Gelegenheit, mehrere jetzt sogar. Gelbe Karte Zellerström. Nicht schlimm. So, jetzt kommt Kyle rein. Zack. Engström für Tamimi. Schonung. Ey, komm. Nerv nicht, Tamimi. So, jetzt kann man das Mittelfeld ein bisschen stärken. Ich würde mal sagen, Shea für ein paar Sekündchen auf jeden Fall möglich. Und Jako jetzt einzige Spitze. Trotzdem noch offensiv spielen, gerne. Und? Ja, das muss der Klassenerhalt sein, Alter. Das muss er sein. 6 Punkte Vorsprung. 5 Spieltage vor Schluss, die deutlich bessere Tordifferenz. Also, wir können uns schon fast zurücklehnen, muss man sagen. Trelleborg nach unserem Unentschieden noch 3 weitere gemacht, geholt. Ja, wir sind wirklich im kompletten Mittelfeld. Wir haben sogar nur noch 7 Punkte auf Platz 3. Also, steigen noch auf. Wahrscheinlich würden wir sogar wirklich aufsteigen, wenn wir alle Spiele gewinnen. So, jetzt verschieben wir erstmal unseren Innenverteidiger in die zweite Mannschaft. Hier sind ja 2 sogar wieder verfügbar. Martin Zorn, unser Ersatzkeeper, der immer wieder hin und her verschoben wird. Wird immer stärker. Oh, sehr cool. Stufe 2. Nee, wir wollen da jetzt niemanden besonders pushen. Muss nicht sein. Ja, machen wir mal das hier. Bleib weiterhin da. Bye. Nee, das wollte ich nicht machen, sondern hier. Wo ist er? Egon. Ab in die zweite.
Bernardin in einen Tag wieder da, dann kann Martinson auch ab in die zweite. Jetzt würde ich sogar sagen, wir trainieren mal die Freistöße, weil wir haben jetzt auch Angriff durch die Mitte jetzt auf ein gutes Niveau gebracht. Also eine komplette Woche nur Freistöße, wenn das hier irgendwo da ist. Genau, einfach nur Freistöße. Sehr gut, dann werden wir das auch höher bringen. Es ist also schon ganz gut möglich, alle Fähigkeiten auf ein gutes Niveau zu bringen. Jetzt kann man auch langsam wieder an die Standards heranwagen. Wow. Hilft also gar nicht. Super. Egal, machen wir trotzdem wieder eine Marketingkampagne. So. Irgendwann ist es ja hier voll, dann wird es doch hoffentlich funktionieren, oder? Ach, Fan-Nachwuchs 1. Das heißt, ein einziger kommt mehr? Ist das so gemeint? Wenn ja, ist das wirklich wenig, aber ist halt so. Ist halt so. Sehr gut, die sind sehr zufrieden. Kann man Fanclub-Treffen organisieren. Zum Start in den Tag werden sie direkt von einigen Mitarbeitern angesprochen. Ah ja, genau. Können wir gerne machen. Eng, weil der länger da ist. Ja, was willst du machen? Okay. Ja, why not? Nö. Finde ich witzig. Nee. Der Dickmaulrüssler. Ich habe etwas kurz gebraucht, um dieses Wort zu lesen überhaupt. Naja, das sind die wichtigen Themen, die einen Fußballtrainer halt beschäftigen. Man kennt's. Was machst du halt mit dem Dickmaulrüssler? Das sind halt. Ist halt nicht immer so einfach, ne? Als Trainer hast du ein schwieriges Leben. Ja, aber ich mag das. Das ist immer so dieser spezielle Humor, ne? So, Persson beginnt und Regenstrand hat ja die Fähigkeit Super Joker. Dann wollen wir die Fähigkeit auch mal gleich auch schön nutzen. Lindquist erstmal raus. Spielmacher. Hellberg ist wieder da, das ist super wichtig. Jetzt können wir eigentlich wieder aus dem Vollen schöpfen, muss man sagen. Berggren geht auch noch raus, hat noch keine Fitness. Keil hat 50. Wikström kann ja sogar starten. Dann haben wir fast wieder die perfekte Elf. Fast. Sind bei 55. Supi. Ja, gefällt mir. Zwei Spieler sind unzufrieden. Jonsson. Warum? Zu wenig gespielt, okay. Ach, fachliche Qualität des Managers. Ihr seht doch, wie die Rückrunde hier läuft. Was ist los? Unglaublich. So, wie ich gesagt habe, wir machen jetzt hier nichts Besonderes mehr an irgendwelchen trainingsfreien Tagen und so weiter. Versuchen trotzdem aber noch so viele Punkte wie möglich zu holen. Aber ansonsten machen wir uns da wirklich keine Sorgen mehr, keinen allzu hohen Einsatz. Oder ganz normal die Zweikämpfe annehmen. Wir wollen jetzt nicht noch zu viele gelbe Karten kassieren. Aber schön zu sehen, dass wir von der Teamstärke her genauso stark sind wie der Tabellendritte. Natürlich kann es nur sein, dass es da ein bisschen enger wird. Trelleborg führt gerade. Aber ich denke, hier und da ein paar Pünktchen werden wir noch holen. Aber natürlich wollen wir uns jetzt nicht kampflos ergeben. 1-1 Jonsson. Unzufrieden, aber macht Tore. Immer wichtig. 2-1 Titi. Sehr schön. Sehr schön. Ist auch schön, dass man jetzt ja auch wieder gut wechseln kann. Redenstrand. Kommt rein. Dann Halbzeit Keil. Ja, weitermachen. What the fuck? 3 Tore. 1 Minute. Okay. Eigentlich gut für die Jungspieler wieder hier, ne? Hey, Eng und du auch noch. Und ich würde sagen, gleich kommt wieder Appia rein. Für Douglas. Okay. Jetzt ist das Spiel entschieden. Nein, oder auch nicht. Komm schon.
Nur eine Minute Nachspielzeit und. Oh. Mattenspiel. 5 zu 4 gewonnen. Gegen den Tabellendritten. Eieiei. Schönsten, jetzt ist unser Rückstand auf Platz 3 geringer als unser Vorsprung auf Platz 13. Super. Aber was ein Spiel heute. Kein Tor heute von Douglas Carlberg, ne? Komisch. So viele Buden. Dreierpack einfach von Titi. Dementsprechend auch in der 11. Woche des Spieltages. Was ein Spiel. Ja, aber jetzt haben wir 9 Punkte Vorsprung bei noch 12 Punkten, die man holen kann. Also, selbst wenn wir alles verlieren, haben wir das gewonnen. Jetzt haben wir ein Heimspiel gegen den Tabellenletzten. Ich lasse Lindquist trotzdem da. Warum bist du unzufrieden? Ist unterbezahlt, ja, da kann man eigentlich... Gut, das kann man ja gerne machen. Ein bisschen mehr Geld geben. Verdient 68.000, ja. Kann man auf jeden Fall gerne mehr Kohle geben. Achso, okay, ja gut, dann kann ich dir nichts machen. Wollen wir ihn erstmal verschieben? Ich glaube, ich verschiebe ihn erstmal, damit er den Rest der Saison in der zweiten Mannschaft noch viel spielen kann. Ja, genau, das denke ich mal. Macht Sinn. So, wir haben Spieltag und jetzt hat sich keiner verletzt. Das ist doch mal super. Das ist doch mal super. Wir sind 6 Punkte besser. Shea immer noch wenig Fitness, aber es wird langsam besser. Warum ist die Moral nicht so gut, obwohl die eigentlich gut spielen? Was ist dein Problem? Ey, was habt ihr mit dieser fachlichen Qualität? Bin ich so kacke? Also ich finde mich jetzt nicht so schlecht, muss ich sagen. 57, okay. Aber ich starte weiter mit Kyle. Mhm. Lass ich lasse Röllin spielen, weil ich habe keinen Bock, dass Guy die nächste gelbe Karte kassiert. Die 5. Ja, dann wollen wir mal beginnen. Ja, einen guten Lauf, nicht nachlassen. Genau. Auch direkt offen gespielt, aber Einsatz jetzt nicht zu hoch. Trotzdem gerne gallig bleiben. Für mich hat der Gegner zu viel Ballbesitz, aber wir sind 20 Punkte stärker, also eigentlich muss das doch. Okay, was werden? Ja, da sind zu viele gelbe Karten für Schwalben. Ich finde, das sollten auch noch ein bisschen nerven. Also, natürlich gibt es dann wieder gelbe Karten für Schwalben, aber nur alle paar Spieltage habe ich das Gefühl. Ne? Schlechte Halbzeit, Leute. Super schlecht. Das geht auch nicht. Euch von denen den Schneid abkaufen? Das gibt's doch gar nicht. Wenn ihr mental härter sein wollt, da gibt's eine einfache Methode. Seid es einfach. Egal wie es steht. Denkt nicht drüber nach, zeigt es ihnen. Los geht's! So, immer am Ende noch den die eigene Mannschaft noch so ein bisschen erschrecken. Ist immer gut, um die wach zu machen. Kommt, Leute, das ist also 0 zu 4. Was macht ihr hier? Sehr gut, an Sainz, Kyle. Super, jetzt noch das Spiel komplett drehen. Hellberg als zentraler Mittelfeldspieler. Das kann. 3 zu 1. Das ist... Leute, ist das euer Ernst? Ist das euer Ernst? Dass ihr gerade wirklich hier gegen Tabellennetzen verliert, obwohl wir 20 Punkte stärker sind? Ja, sehr enttäuschend. Also das kann doch nicht wahr sein. Oh, noch guck mal, wie viele Chancen die haben. Ah, die haben es jetzt auf die sehr leichte Schulter genommen, würde ich mal sagen. Ach, Leute, Leute, Leute. Das war jetzt echt... blöd. Ach, Pontus. Ich kann nicht jeder spielen, was ist los? Ingmar Lindberg. Ach, das ist dieser alte, den wir nicht verkauft haben. Ja, aber Bre 3,8. Sehr gut. Gute Notfallalternative. Oder könnte man nur als 4. ZM lassen, aber wir haben ja jetzt eigentlich
4 gute ZMs. Henry wird bald stärker. Pontus wurde gerade erst. Dann würde ich sogar sagen, ist eigentlich Pontus ein guter Verkaufskandidat, ne? Erstmal auf die Transferliste setzen. Ist auch unzufrieden ein bisschen. Sind zu wenig gespielt, also passt. Jetzt wieder um die Fans kümmern. Dauert noch 8 Tage. Komm, ich will hier 100% haben. Sehr kostspielig, aber die Fans sind das Wichtigste, ne? Ist das IF, ist unser nächster Gegner. Ist schon sehr praktisch, dass man die Weiterbildung automatisch einstellen kann, ne? Gibt immer wieder einen Managerpunkt. Das erhöht es ja auch. Das Level dann ja wahrscheinlich schneller. Oben sieht man es ja. Vielleicht akzeptieren einen die Spieler dann eher. Das kann ich mir gut vorstellen. So, wie sieht es jetzt hier aus? Asante kann für Radin wieder rein, hat mehr Fitness. Wie Redenstrand schafft es gerade nicht so, die Fitness hochzuhalten, geht sogar runter. Komisch. Dann Sletzio für Jonsson. Henry wird ja auch bald stärker, dann kann das noch einen zusätzlichen Push geben. Keil 48 ist ja sogar gesunken. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich habe ihn doch pausieren lassen. Chris, das dauert aber auch super lange teilweise, ne? Ja gut, Freistoß ist ja mittlerweile bei 51, ist ja auch schon mal sehr gut. Auf geht's. Ein Punkt stärker, der Gegner. Finde ich mal interessant zu sehen. Guter Beginn, mehr Chancen, mehr Ballbesitz. 1-0. Wikström. Gute Antwort, wenn man sieht, wie schlecht wir gespielt haben beim Gegentabelle, jetzt sind zu Hause auch noch. Dann ist das jetzt schon deutlich besser. 4-0 Schüsse. Sehr gut, weitermachen, weitermachen. Eins mit der ersten Chance. Oh, kurz vor der Halbzeit auch noch. Ist das nervig. Ist das nervig. So, hier unser typischer Wechsel hier. Stürmer für Stürmer und Nyako macht direkt das Tor. Ist das gut? Er ist noch vorsichtig offensiv. Mehr Einsatz dafür. So, für die letzten Minuten hätte ich noch gerne einen neuen Flügelflitzer mit Henning Eng. Sehr gut, 2-1 gewonnen. So, und damit ist auch der Klassenhalt sicher. 10 Punkte Vorsprung. Krass, ne? Also wir haben eine sehr gute Rückrunde. Wäre unsere Hinrunde so gut wie die Rückrunde, würden wir wahrscheinlich oben sogar mitspielen. Mal schauen, ob das auch im nächsten Jahr dann möglich sein wird, ne? Röding besser geworden. Wahrscheinlich, ne? Sehr gut, 5,5. Perfekt. Perfekt. Unser nächster Gegner ist Helsingborgs IF. Mal gucken, ob wir hier einen gelb gesperrten Spieler haben. Die sind sogar Tabellenführer. Ne, haben die, waren sehr gut. Also gut zu sehen, dass die letzten Wochen wir da sehr gut entspannt eigentlich auftreten können, ne? Die nächste Stufe vom Clubgebäude ist jetzt auch fertig. Perfekt. Der Henry, der kann jetzt dribbeln. Das ist doch gut. Er kann dribbeln. Hat immer noch minus 1. Wahrscheinlich hatte der sogar minus 2 dribbeln. Kann das sein? Ja, krass, sollte weitermachen. Weiter trainieren. War der da so schlecht im Dribbling? Also so ein bisschen sollte man schon dribbeln können. Vor allen Dingen so im Mittelfeld, damit man nicht den Ball immer verliert. Und Kyle. Ach,
William. Alter. Ach, das hilft sogar beim Stufenfortschritt. Das ist ja cool. Sie ist ja jetzt erst. Ah, noch eine neue Sache gelernt, ne? Okay. Das ist natürlich eine sehr coole Aktion. So, ich pausiere mal jetzt mal ganz kurz den Wochenablauf, weil ich würde gerne wieder ein paar neue Mitglieder bewerben. Können wir wieder 14 Tage, zack. 15 sind wir. Henrys Letzte kommt am Spieltag zum Spiel zum Training. Das ist natürlich super. Am Spieltag. Mhm. So, Fitness. Ja, sieht doch wieder besser aus jetzt, ne? Ne, Redenstrand bleibt draußen. Ich will jetzt erstmal unser Super-Joker. Die Moral von Zetterström ist nicht mehr ganz so schlecht. Wurde ein bisschen besser. Das gefällt mir. So, ja. Rödin, genau. Rödin ist jetzt besser geworden. Hat zwar 57, aber ich würde mal gerne jetzt mit ihm spielen. Redenstrand auch. Komm, ich will mal gucken, was ich so maximal hier rausholen kann. Kyle Brenner hat jetzt 60. Sind bei 57. Ja, Gustav, klar, mit ihm wäre er noch besser. Dann hätten wir nur noch Spieler mit mindestens 5. Sehr cool. Und er hat noch zu wenig mit 44, würde ich sagen. So. Darf aber Jonsson beginnen. So, 2 Punkte schwächer als der erste. Fokus, kann man hier 2 Punkte machen? Genau. Ganz normales Spiel, ja, können wir mal sagen. Ganz normales Spiel. Aber wollen wir natürlich trotzdem versuchen, das Bestmögliche rauszuholen. Haben erst 3 Niederlagen, sehr viel Tore geschossen. Mal gucken, ob wir es heute schaffen, kein Tor zu kassieren. Unsportliches Verhalten. Supi. Wir sind sehr konzentriert und stehen kompakt. Keine Chance auf beiden Seiten. Finde ich eigentlich klasse. Eigentlich will ich es ihnen raus tun, ne? Ja, also eigentlich will ich Rödin raus tun, aber mache ich auch, komm. Brauche ein bisschen mehr Frische. Oh, Außenbandriss. Zetterström auch. Das ist doch nicht normal. Das ist doch nicht normal. Ja, super, ne? Engström und links kommt Persson rein. Helsingborg hat mehr Kondition und mehr Frische. Haben wir noch einen Wechsel. Ja, ein Jakob für Karlberg. Nein, Mann, fuck. Ach, Mann. Es kann nicht wahr sein. Ach, scheiß drauf. In 80. 82. Ja, ist klar. Da kann ich ja kaum reagieren, ne? Oh, ist das sein Ernst? 1-0 verloren, Mann. Ich hoffe, wir können noch den einstelligen Tabellenplatz hier behalten, ne? Wäre ganz cool. 10 Punkte. Ich wüsste gerne, wie das kommt, dass sie teilweise so viele Punkte holen, ne? Das ist wegen der Trainingsnote? Also eine Mischung aus allem? Ah ne, stimmt, weil der hat ja, der war ja dann in der 11. Woche, ne? Rookie des Monats, ehrlich gesagt. Kyle auch. Deswegen 6% bekommen. Stimmt. Vertragsangebot. HSK Posusia. Nein. Ablehnen. Aber ich bin cool, ne? Aus allen Herren Ländern kommende Angebote. Jörn Köppings, Södra. Na, 82, nicht mehr so viel. Aber wir haben da schon so viel Kohle reingeballert, ne? Reingebuddert. Ja, ist das letzte Spiel, da werde ich jetzt niemanden extra hochholen, ne? Das macht wirklich wenig Sinn. Das macht wenig Sinn in meinen Augen. Selbst wenn wir da Spieler jetzt auf Position spielen lassen, wo es keinen Sinn macht.
Strafe wegen überfüllter Büros. Ja, wir sind doch schon dabei, das umzuändern, Leute. Wir können jetzt aber nicht unser ganze Kohle dafür benutzen. Ja, geil, noch 7 Tage verletzt. Ja, komm, man kann ja ein bisschen Budget vom Budget nochmal benutzen. Scheiß drauf. Ja, wir haben noch ein bisschen Budget. Gelände ausbauen. Nee, nicht so. Schon gerne so, aber ausbauen. Clubmuseum. Ach, wird ja gerade so gebaut, die 4. Etage. Okay. Zack, ne? Aber nimmt er nicht das Budget für die nächste Saison? Na gut. Kann ich eigentlich nicht ein paar Scouts entlassen? Weil ich brauche nicht so viele. Ganz gut, ne? So, okay, wir sind fast alle hier gescoutet. Ist auch ganz angenehm. Das kann man dann später diesmal angucken. Wie man das dann so holt. Ich finde eigentlich im rechten Mittelfeld brauchen wir nicht mehr unbedingt jemanden. Aber mal gucken. Das ist eine Sache, um die kümmern wir uns dann in der nächsten Episode, wenn die Saison vorbei ist. Henning Eng, neues Hobby ist Italienisch. Nicht zu lernen, einfach Italienisch. Punkt. So, jetzt spielen wir mit einem Zentralmittelfeldspieler in der Innenverteidigung. Scheiß drauf, letztes Spiel der Saison, ne? Mhm. Ja, sieht doch gut aus. Nur eine Gelbsperre. Zetterström 35 Tage, das ist ein bisschen blöd. Gai nur 5 Tage. Ja. Leeds go. Auf in die. Und jetzt der Partie. Konter müssen wir wirklich mal noch verbessern, ne? Das ist so ein bisschen mein großes Problem. Jetzt go, Leute, komm. Den einstelligen Tabellenplatz bitte noch hier behalten. 4 Punkte stärker als Jönköping plus Heimvorteil. Kommt, Leute. Könnt befreit aufspielen. Guckt euch mal die Fitness von Jönköping an. Die ist ja so viel schlechter als unsere. Schon 2 gelbe Karten. I love it. Und Karlberg kann ich nicht wirklich auswechseln. 1-0. Super. Weil wir haben ja keinen Ersatzstürmer. Ja gut, aktuell wird es noch reichen, weil Örebro wohl auch zumindest keinen Sieg holt. 1-1, geil. Richtig. Noch einmal die extra Motivation machen. Männer, wir hören hier erst dann auf zu kämpfen, wenn wir. Ne, Niago kann doch spielen. Hä? Mensch! Ab jetzt. Hey, war der nicht verletzt oder so? Oder vielleicht nur 1-2 Tage? Kann auch sein, aber. Hä? Da war doch irgendwas. Scheiß drauf. Gut für uns. Also kann es mir egal sein. So. Du ins zentrale Mittelfeld und wir machen wieder einen Doppelsturm. Ich will hier unseren Fans nochmal so bieten, ne? Na gut, bei einer Niederlage wären wir nur noch 10. So, das haben die auch gepatcht, weil am Anfang konnte man das leider nicht sehen hier. Die Unterschiede in der Blitztabelle. Glaube ich. 3-2, yeah, yeah. Titi und Heilberg. So, jetzt darf Eng wieder rein. Ja, das sollte klappen jetzt, ne? 4-2, Henning Eng mit dem allerersten Tor. So, die Saison ist beendet und wir beenden die auf Rang Nummer 9. Mit am Ende, gucken wir uns gleich mal genauer an. Na? Ein paar Spiele laufen noch. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So, jetzt aber. So, am Ende mit 13 Punkten Vorsprung den Klassenerhalt geschafft. Und nur 11 Punkte auf Platz 3. Also, Hinrunde so wie die Rückrunde. Und wir hätten wahrscheinlich den Aufstieg schaffen können, ne? Torschützenkönig Hornberg und Engblom. 32 Jahre. 31 Jahre. Ja gut, das ist nicht unbedingt das, was wir brauchen. Das, was wir wollen. Kann ich hier irgendwie sagen, die sollen gescoutet werden?
Warum kann ich hier nichts einstellen oder sagen, ich möchte ihn scouten? Bearbeiten? Ich finde es schon cool, dass man den Namen ändern kann. Kann man ja auch vielleicht mal sagen, dass ich, wenn ihr Bock habt, weil mache ich mal so, jedes Kanalmitglied, was unter dem Video kommentiert, dass er möchte, dass ein Spieler nach ihm benannt wird, Jugendspieler, sagen wir mal Jugendspieler, bei dem mache ich das. Ihr könnt auch gerne sagen, welchen Jugendspieler ich bearbeiten soll. Und ihr müsst dafür nur Kanalmitglied sein. Genau. Bester Torhüter Karlberg mit 12 Toren. Das ist doch mal ganz okay. Titi hat jetzt 6,1. Also mit Abstand unser bester Spieler. Berggren, was? Ja, Sozialarbeit. Nee, Spielsperre, nein. Ach komm. Ah, da gibt es wirklich Schlimmeres in meinen Augen, ne? Die Saison ist zumindest auch sogar noch beendet. Kolbisto. 16 Jahre jung, anscheinend 16-jähriger Jugendspieler jetzt mittlerweile in der U17. Den kann man dann auch schön hoch verschieben. Kolbisto? Ach, da ist sogar hier Kolbisto. Kolbisto. Jetzt kann ich ihn anbieten. Martinsson lassen wir. Ja gut, aber darum kümmern wir uns dann wirklich erst danach. Kontostand sogar minus. Da habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben. Kann das sein? Eieiei. Na gut, speichern wir erstmal hier den Karriere-Safe. Und ich vergesse hin und wieder, gibt es auch Streams auf Twitch mit meinen Obernasen-FC, also meinen eigenen Fußballverein, den ich erstellt habe. Macht auf jeden Fall auch viel Bock. Schaut mal gerne vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Ansonsten war es das von der heutigen Episode. Die erste Saison ist vorbei. Wir haben unser Saisonziel übertroffen um ganze 3 Plätze. Das nach einer sehr, sehr schlechten Hinrunde, muss man sagen. Kann ich sie vielleicht irgendwie einstellen? Was ist das hier? Fortschritte, zweite Mannschaft. Okay, nee. Nee, ich will jetzt eigentlich hier Tabelle gucken. Kann ich es irgendwie machen? Rückrunde. Nee. 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 Tabellen. Ewige Tabelle, super. Ich liebe sowas. Gibt nicht, ne? Hinrunde, Rückrunde. Naja, gut. Auf jeden Fall war es das von der heutigen Episode. Wir sehen uns dann wieder in 2 Tagen um Punkt 12 Uhr. Dann kümmern wir uns um das Transfertechnische etc. für die nächste Saison. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao, tschüss. Euer Dento und vielen Dank, dass ihr das immer noch so zahlreich guckt. Es freut mich sehr. Ciao, ciao.